Die GBW-Wohnungen in Bayern. Seitdem die Bayern-LB diese an einen privaten Immobilienkonzern verkauft hat, leben die Mieter in großer Sorge. Um sich über die Situation der Betroffenen zu informieren, hat Freie Wähler-Fraktionschef Hubert Aiwanger zusammen mit den beiden Abgeordneten Ulrike Müller und Gabi Schmidt am Dienstag die GBW-Mietergemeinschaft in Erlangen besucht. Risse in den Wänden, bröckelnder Putz und dann auch noch drastische Mieterhöhungen. Vor Ort haben die Abgeordneten Einblicke in das Leben und das Leiden der GBW-Mieter erhalten. Wir stellen auf alle Fälle fest, dass diese Mieter sich wirklich verschaukelt fühlen, dass die sich verraten und verkauft fühlen, und zwar deshalb, weil sie im Prinzip mit dieser Sozialcharta trotzdem nicht die große Sicherheit haben, dass sie hier weiter wohnen können zu vernünftigen Bedingungen, weil ja auch an der Sozialcharta vorbei über die Nebenkosten ständig die Kosten der Wohnung hochgetrieben werden, über die Rasenpflege, über die Garagenmiete und dergleichen mehr. Das sind lauter so Spielchen, wo die Leute hinters Licht geführt und abkassiert werden. Eine politische Fehlentscheidung sei der Verkauf der 33.000 Wohnungen. Denn nun sei der Freistaat in der Pflicht, künftig noch viel mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau auszugeben. Die Staatsregierung müsse endlich mit offenen Karten spielen und dafür sorgen, dass die GBW-Mieter nicht noch weiter unter dem Landesbankdebakel leiden. Wir werden eindeutig nachfragen, was da passiert ist, wie es passiert ist und warum die Sozialkarte auch nicht vom Käufer verlangt wird, umzusetzen. Das kann nicht sein, dass man was hergibt mit einer Vereinbarung und dass man die dann nicht kontrolliert, ob sie eingehalten wird. Und es ist das Schlimme dran, dass man nicht langfristig gedacht hat, dass man einfach günstige und Sozialwohnungen in Bayern weiterhin braucht und dass man die Menschen in die Hände gespielt hat, die das nicht so sehen als soziale und günstigen Wohnungsbau. Die Staatsregierung müsse jetzt unter Druck gesetzt werden, so der Appell der Freie Wähler-Abgeordneten. Denn wenn in wenigen Jahren die Sozialcharta ausläuft, werden die Folgen für die Mieter noch stärker spürbar. Auch bei der Energiewende müsse die Staatsregierung endlich tätig werden. Ein gutes Beispiel dafür ist der Bürgerwindpark Langenzenn in Mittelfranken. Den haben die Freien Wähler im Anschluss an die GBW-Veranstaltung besucht. Der Haken an dem Projekt: wegen einer geplanten Gesetzesänderung der Staatsregierung liegt die Baustelle derzeit brach. Für den Fraktionsvorsitzenden Hubert Aiwanger ist es ein Skandal, dass hier die Bürger und die Investoren, die hier ja einen Bürgerwindpark errichten wollen, von der Regierung an der Nase herumgeführt werden. Sie hätten schon Baurecht, könnten schon zu bauen beginnen, und jetzt wird ihnen trotzdem der Bau eingestellt. Sie dürfen nicht bauen, weil die Unterschrift unter dem Regionalplan noch nicht geleistet ist. Ist also ein unhaltbarer Zustand. Die Leute hängen hier in der Luft, haben schon sehr viel Geld vorinvestiert und bleiben jetzt auf den Unkosten sitzen. Hier wird jede Planungssicherheit systematisch kaputt gemacht. Das ist ein politischer Skandal, sondergleichen hier. Ministerpräsident Seehofer hatte im Sommer angekündigt, dass für große Windräder künftig ein Mindestabstand von 2 Kilometern zum nächsten Wohnhaus gelten soll. Beschließt die Staatsregierung eine entsprechende Regelung, wäre die Langenzenner Anlage nicht mehr genehmigungsfähig. Das Bürgerprojekt stünde damit vor dem Aus. Für den energiepolitischen Fraktionssprecher Thorsten Glauber ein schlechtes Signal. Der Vertrauensschutz geht hier in Bayern verloren. Die Aussagen, die Staatsregierung trifft, sind eine, auf Deutsch gesagt, Katastrophe für unsere Energiewende. Denn alle, die hier investieren, gerade die Bürgerinnen und Bürger, die viel Geld investiert haben, verlieren die Freude an dem Jahrhundertprojekt Energiewende. Insgesamt sind 240 Bürger an der Anlage beteiligt und haben schon Geld investiert. Und denen wollen die Freien Wähler dringend helfen. Denn sie wissen, ohne eine aktive Unterstützung durch die Bevölkerung kann die Energiewende in Bayern nicht gelingen.